Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Und heute möchte ich was für Halloween machen. Wir haben heute den, ich glaube, 26. Oktober und am Wochenende ist Halloween. Und deshalb dachte ich mir, wir könnten mal, ich habe das selber auch noch nie gemacht, das ist für mich quasi Premiere, einen Kürbis aushöhlen und den bemalen. Ja, dazu haben wir dem Kürbis den Kopf abgeschnitten. So sieht das Ganze aus. Und haben die ganzen Kerne rausgeholt und hier dasselbe mit dem Deckel gemacht. Und der kommt dann hinterher einfach wieder drauf. Ihr seht, das sieht man kaum. Und das wird richtig schön aussehen, weil es soll dann mal, wenn hier Augen und Zähne drin sind, soll da natürlich eine Kerze rein und die scheint dann dadurch. Ja, und das wollte ich jetzt mal einmal hier so mit euch machen. Und dazu nehmen wir mal einmal den Deckel ab. Oder ich lasse ihn lieber drauf, weil die Augen wahrscheinlich etwas größer sein werden. Ja, ich habe mir hier so ein Edding genommen und damit werde ich jetzt einfach mal die Augen hier drauf malen und Augenbrauen, alles was so zu einem bösen Kürbisgesicht dazugehört. Ich mache mir natürlich Gedanken darüber, ob das Ganze auch gleichmäßig wird, aber ich muss euch ehrlich sagen, da die Kürbisse ja, das sollen ja für Halloween gemacht werden, muss das wahrscheinlich gar nicht so gleich sein, so egal aussehen. Deswegen, ich werde es einfach mal machen und dann schauen wir mal, wie der arme Kürbis von mir verunstaltet wird. Große, coole Augen. Schließlich wollen wir ja hinterher auch, dass da ein bisschen was durchscheint. Also die werden dann ausgeschnitten. Hier kommt ein zweites Auge hin. Und eine Nase. Ja, Kürbisse sind ziemlich hart, daher wird das Ganze gar nicht so fürchterlich einfach sein. Ich male das jetzt erstmal vor und dann nehme ich euch gleich mit in die Küche. Und wir schauen mal, wie wir das Ganze hinkriegen. So, das ist jetzt aber Absicht. Gucken wir mal, ob wir dem hier noch zwei Zähne verpassen können. Ein hier und ein da. Und dann noch ein paar Augenbrauen, aber die können dann mal ausgeschnitten, also die müssen natürlich nicht ausgeschnitten werden. Also das Edding müsste also halten, zumindest wenn es getrocknet ist. Erstmal wird das wahrscheinlich noch ein bisschen schmieren. Schauen wir mal. Ja, dann können wir eben hier noch ein paar Sprossen, Sommersprossen malen. So, fertig. Dürfte unser Kürbis sein. So, also hier müssten wir das
gleich mal ausschneiden und die Zähne halt hängen lassen. Und dann schauen wir. Okay, also das ist mein Jungkürbis. Und dazu werden wir jetzt noch ein Mädchen machen. Und das ist der, ihr seht ja auch, der ist ein bisschen kleiner. Also das wird der Mädchenkürbis. Schauen wir mal. Das Mädel kriegt noch hübsche Augenbrauen oder Wimpern. Mal schauen. Also hier würden wir dann quasi nur den unteren Teil aushöhlen. Den hier. Erstmal versuche ich immer die Augengröße ungefähr gleich hinzukriegen. Wie gesagt, also ihr braucht euch jetzt um eure künstlerischen Ader nicht so große Sorgen machen, weil es ist ja Halloween, ne? Der soll ja gruselig aussehen. Augenbrauen hat sie auch. Kriegt dieselbe Knubbelnase. Augen muss ich da jetzt nicht reinmalen. Kriegt aber noch ein paar Augenbrauen gemalt. Und auch einen Mund. Als Mädel will sie natürlich keine Zähne haben. Zahnstumpen. Also, die bleibt so. Ja, ihr seht, so einfach war das. Und jetzt, denke ich mal, folgt der schwierige Teil, nämlich wir müssen das Ganze hier ja jetzt ausschneiden, hier zumindest und hier, sonst macht das mit der Kerze wenig Sinn. Ja, so sehen unsere Kürbisse aus. Das ist einmal links das Mädchen und rechts der Junge. Und jetzt versuchen wir mal die Augen auszuhöhlen und den Mund natürlich auch noch. Genau, und dann würde ich einfach mal hier oben anfangen. Ja. Die Kürbisse sind natürlich ziemlich hart, das ist das Problem. Also da muss man schon etwas vorsichtiger sein. Aber gut, das ist denn so. Und vielleicht ein paar Stücke rausschneiden, wie ihr sehen könnt. Aber es funktioniert. Jetzt wissen wir auch in dem Fall endlich, warum das Ganze immer so gruselige Gestalt annimmt. Warum? Ja, weil der dick ist und man es nicht komplett ausfüllen kann. Und dann kommt ja, gut, da immer ein bisschen was oben drauf. Das wird jetzt nicht so super akkurat, als wenn er das... So, ne? Ist ja auch gar nicht, ne? Das ist ja auch ein Halloween-Kürbis. Genau. Ja, ich mache mal Pause und wir sehen uns dann gleich wieder, wie es geworden ist. So, Pumpkin und Pumpkina sind fertig. Sind doch gut geworden. Wie findet ihr die denn? Gebt uns gerne einen Kommentar, damit wir wissen, ob ihr die hübsch findet. Es war nicht ganz so einfach, die Augen und den Mund auszuschneiden. Aber mit ein wenig Mühe funktioniert das schon. Hier oben haben wir den Kopf abgeschnitten und gleich kommen da noch Teelichter rein und dann können sie einfach vor sich hin gruseln. Viel Spaß beim Schauen und bis bald!